glaube, wir alle kennen diesen Moment, wenn man so Kopf über einer Stange hängt und dann plötzlich anfängt zu rutschen. Um das zu vermeiden, habe ich jetzt dieses Video gedreht. Ich glaube, jeder, der sich mit Poleins mal beschäftigt hat, der weiß, es gibt da so das ein oder andere richtig coole Grip-Zeug. Meist ist es in flüssiger Form. Es gibt es aber auch als Kreidenversion sowie auch als Tuchversion, was die wenigeren kennen. Es gibt gefühlt 3 Millionen verschiedene Marken, verschiedene Versionen und ich finde persönlich, man muss sich da einfach durchprobieren. Ich möchte euch aber gerne dieses Durchprobieren ersparen. Es ist kostenintensiv. Es wird euch die Nerven zerfressen, weil ihr super, super oft unzufrieden sein werdet. Kurzum, es wird euch einfach nur frustrieren, an der Stange und auch finanziell. Aber genau deswegen drehe ich jetzt dieses Video für euch und werde euch ein bisschen Frustration ersparen und euch gleichzeitig ein paar echt coole Produkte vorstellen. Ich werde jetzt persönlich mit den absoluten No-Gos anfangen. Mein erstes ist auf jeden Fall das hier. Liquid Talk von Okun. Ich würde jetzt einfach behaupten, es heißt Okun, aber ich zeige euch das einfach. Ich kann euch von diesem Produkt aus ganzem Herzen nur abraten. Ich zeige euch dieses Produkt einfach nur, damit ihr keinen Fehlkauf macht. Ich persönlich kann euch sagen, es war ein absoluter Fehlkauf. Ich bin super enttäuscht und ich benutze es nie. Platz 5. Der 5. Platz muss sich aber geteilt werden. Und zwar befindet sich neben diesem Produkt noch ein weiteres auf Platz 5. Ich habe es leider nicht mehr zu Hause. Ich habe mir das Produkt noch vor diesem hier geholt, habe es mittlerweile in die Tonne gekloppt, weil es einfach, es hat nichts getaugt. Wirklich, Leute. Genauso wie dieses Produkt war dieses Elliot leider auch komplett für die Tonne. Mit komplett für die Tonne meine ich, es hält absolut nicht, es macht nur die Hände weiß und man hat halt einfach wirklich gar keinen Effekt gemerkt. Das waren auf jeden Fall jetzt meine radikalen Abratungen. Ich habe noch ein Produkt, das kann ich euch so semi-gut empfehlen. Das ist jetzt einfach mein Platz 3, weil ich keinen 4. Platz habe, Punkt. Ich habe einfach 2 Platz 5, weil die einfach grottig sind. Ich habe einen 3. Platz und dann habe ich noch 2 Gewinner. Ihr habt jetzt auf jeden Fall die 2 radikalen Verlierer schon mal kennengelernt. Ich habe noch ein Produkt, das kann ich euch so semi empfehlen. Das ist dieses Produkt. Falls ihr nicht genau wisst, wieso ich euch das so semi-mäßig empfehlen kann, so halb. Es hat einen super guten ersten Eindruck gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich finde persönlich, es stinkt richtig schlimm, das Zeug. Aber wenn man auf Rosmarin steht, findet man das vielleicht persönlich gar nicht so dramatisch. Aber ich persönlich finde diesen Rosmaringeruch in diesem Produkt echt nicht lecker. Aber ganz ehrlich, ich würde es in Kauf nehmen, wenn das Produkt jetzt wirklich hält, was es verspricht und ich mich da wirklich an der Stange dran kleben könnte für immer und ewig, dann würde ich auf den Geruch echt, wäre mir total egal. Ich würde da auf jeden Fall mit umgehen können. Das Problem ist aber, dass dieses Zeug einen super guten ersten Eindruck macht. Deswegen empfehle ich euch das so semi. Wieso macht dieses Produkt jetzt also einen guten Eindruck? Die ersten 2 Minuten werdet ihr wirklich ungelogen extrem an der Stange kleben. Ihr werdet so einen krassen Grip an der Stange haben. Ihr werdet das Produkt wirklich lieben lernen für ein paar Minuten. Das Problem und das Risiko bei diesem Produkt liegt aber auf der Hand. Irgendwann verliert ihr einen Grip. Und es ist nicht so, dass ihr das nach 10 oder 15 Minuten macht. Ich hatte so eine Situation, ich war kopfüber an der Stange, weil ich wirklich dem Produkt vertraut habe, weil ich mir so dachte, boah, ich habe so einen guten Grip, es wird ja jetzt nicht von einer auf die andere Sekunde irgendwie plötzlich so kein Grip mehr da sein, dachte ich. Ich habe mich geirrt. Es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, oh, plötzlich habe ich richtig, richtig nasse Hände. Und ich rede jetzt nicht von, ich habe ein bisschen schwitzige Hände, ich hatte wirklich wie auf Knopfdruck plötzlich richtig, richtig nasse Hände. Ich wusste wirklich nicht, wieso, weshalb, warum, wie das passieren kann. Nicht mal im Normalfall habe ich so schwitzige Hände. Genau aus diesem Grund kann ich euch nur semi zu diesem Produkt raten. Ich kann es euch wirklich empfehlen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt so einzelne Figuren üben oder wirklich eine ganz schnelle, kurze Choreo, irgendwie so 1 bis 2 Minuten, wo ihr dann sagt, okay, ich möchte ganz schnell, ganz kurz, richtig guten Halt haben. Dann ist dieses Produkt genial, weil ihr klebt wirklich richtig gut an der Stange. Aber das Produkt verspricht halt auch, wie gesagt, eine Langzeitwirkung und da kann ich euch absolut radikal von abraten, weil lange hält das Produkt nicht. Es ist wirklich wie so ein ganz kurzer Superkleber, der genial ist, wenn ihr so einzelne Tricks machen wollt, aber ansonsten müsst ihr halt echt gucken, dass ihr alle paar Minuten nochmal auf jeden Fall nachsprüht und euch zwischendurch die Hände wascht, weil ansonsten wird das nichts. Was ich euch ebenfalls empfehlen kann, sind diese Handschuhe. Die sind tatsächlich sehr, sehr cool, muss ich gestehen, aber die kann ich euch auch, wie gesagt, nur teilweise empfehlen. Die finde ich auf jeden Fall schon mal besser als dieses Kurzzeit-Grip-Zeug. Aber was mich an diesen Handschuhen stört, ist definitiv, dass die recht eng sind. Das werdet ihr jetzt nicht sehen, das ist auch ein bisschen schwierig in der Kamera zu zeigen, aber die sind schon, die sind mega, mega eng. Die müssen, glaube ich, auch so eng sein, weil die sonst verrutschen würden und ihr dann einfach mit dem Handgelenk umknicken würdet oder mit den Handschuhen. Deswegen ist das auf jeden Fall eine coole Sache und es ist gut, dass die so eng sind. Ihr habt auch super Halt damit, aber ich kann euch aus Erfahrungsgründen sagen, man hat auf jeden Fall eher ein Umknickrisiko mit dem Handgelenk und man kann die Handschuhe leider auch nur eine gewisse Zeit tragen, weil die hier teilweise echt sehr, sehr eng sind und ich persönlich ein bisschen Angst habe, dass da vielleicht ein bisschen zu wenig Blut drankommt. Man merkt auf jeden Fall, wenn man die lange trägt, dass das ein bisschen kribbelt und deswegen bin ich da so zwiegespalten mit den Handschuhen. Ich würde sie euch auch verlinken. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich sie jetzt finde oder ob ich sie jetzt verlinke. Ist auch, wie gesagt, nur so eine Semi-Empfehlung, genauso wie dieses eine Grip-Zeug.
Achso, falls ihr euch jetzt irgendwie wundert, wieso ich noch nicht weiß, ob ich die verlinken kann. Ich habe die mir damals in Polen gekauft. Ich weiß nicht genau, ob ich sie jetzt nochmal irgendwie irgendwo auf dem deutschen Markt online finde oder so. Ja, aber ich werde sie auf jeden Fall auch nochmal raussuchen, falls für den einen oder anderen interessant sein könnte. Also ich werde es, wie gesagt, probieren. Kommen wir zu meinen komplett uneingeschränkten Favoriten, die ich euch vollkommen empfehlen kann. Die eine Flasche habe ich noch hier, die andere Packung habe ich leider nicht mehr. Das hier. Das hier, liebe Leute, kann ich euch... Oh, es fokussiert nicht. Doch jetzt. Man merkt schon, das ist ein bisschen mitgenommen. Das kann ich euch komplett empfehlen und hier ist auch genau das Problem. Am liebsten würde ich euch tatsächlich nur das hier empfehlen. Ungelogen, ich liebe das Zeug. Das Problem ist, es ist unfassbar schwer mittlerweile, das irgendwie auf dem deutschen Markt zu kriegen. Ich weiß nicht, wieso genau das jetzt so ist, aber nicht mal mehr die Pole Dance Studios haben das Grip-Zeug teilweise noch, was ich unfassbar schade finde. Deswegen habe ich das halt, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich habe es halt wirklich richtig gequetscht. Sieht man das? Ich habe halt echt versucht, alles aus dieser kleinen Flasche rauszukriegen. Es ist auch nicht so günstig, aber ungelogen, es ist das Beste. Es hält am längsten, man braucht am wenigsten Produkt davon. Ich habe dieses kleine Fläschchen jetzt auf jeden Fall über ein Jahr gehabt und ich liebe das Zeug, ungelogen. Also, falls ihr irgendwo an Dry Heads rankommen solltet, vielleicht habt ihr irgendwie Familien, Verwandte oder so im Ausland oder so, dann kann ich euch das komplett empfehlen. Als Alternative, die ich mir jetzt auch zulegen werde, weil leider mein Favorite leer ist, ist mein zweiter Favorit. Diesen habe ich mir noch nicht bestellt, aber ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal unten in die Infobox reintun, weil ich ihn mir definitiv selber auch noch bestellen werde. Und zwar ist der von Lupit Pole. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen vielleicht Lupit Pole bekannt ist. Das ist tatsächlich eine recht spannende Marke und die hat auch ein Grip-Zeug und zwar ein komplett anderes. Es ist nicht flüssig, es ist kein Kreidestück. Es ist so eine Art... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es hat ein bisschen was von so einem kleinen, viel zu dünnen Autoschwamm und dann... pudert ihr quasi damit so eure... Puderquaste. Man kann das so ein bisschen als Puderquaste bezeichnen. Ja, es hat so ein bisschen was von einer Puderquaste. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Doch, doch. Und dann könnt ihr damit so ein bisschen hier so eure Hände pudern. Und dann kann man auch die Pollenstange ganz gut pudern. Und das Zeug ist auch genial. Es ist super langanhaltend. Und es ist tatsächlich auch von der Wirkung genial. Ich kann euch auf jeden Fall sowohl Dry Hands als auch Lupit Pole komplett empfehlen. Von der Ergiebigkeit her sind die Produkte unschlagbar. Von der Langlebigkeit aber definitiv auch, da ihr das Produkt nicht fünfmal auftragen müsst während einer Session. Und auf jeden Fall sind diese beiden Produkte mit am effektivsten. Das war's jetzt schon mit meinem Video zum perfekten Halt an der Stange. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Erfahrungen irgendwo unten reinschreiben in den Kommentaren. Was ihr schon getestet habt, was ihr gut findet, was ihr vielleicht auch noch weiterempfehlen könnt, da können wir uns ein bisschen austauschen. Meine Favoriten sind auf jeden Fall bisher Lupit Pole und Dry Hands. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim nächsten Training. Nicht rauchen. Ey, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, an der Stange zu rauchen, aber gut. Okay, dieses Nicht-Rauchen, das hat mich jetzt irgendwie rausgebracht.